Herzlich willkommen bei Reinigen mehr Profi. Ihr denkt euch bestimmt nicht schon wieder dieses Backofen-Video. Aber das wird das letzte Backofen-Video sein und hier geht es diesmal ans Eingemachte. In diesem Video werde ich den Rohrreiniger mit 20% Natriumhydroxid hier so lange einwirken lassen, bis die ganze Kruste weggeätzt ist. Nochmal zur Erinnerung. Benutzt wird dieser Rohrreiniger. Warum? Er enthält 20% Natriumhydroxid und unter 1% Ammoniumhydroxid, bekannt auch als Salmiakgeist oder Ammoniak. So, ich werde so viel wie möglich einlegen. Das Problem hierbei ist natürlich, dass das Ganze sehr dünnflüssig ist und sich hier in die Mulde wieder zusammenzieht. Das heißt, ich müsste immer nach und nach, sagen wir mal in einem Intervall von einer halben Stunde, mit einer Bürste das Reinigungsmittel vollflächig verteilen. Und das wird jetzt so lange durchgezogen, wie bereits erwähnt, bis alles weggeätzt wird. Apropos Wegätzen, ein schönes Stichwort. Wenn man solche Mittel benutzt, wie zum Beispiel Natriumhydroxid, muss man sehr, sehr doll aufpassen, da es auf bestimmte Metalle korrosiv wirkt. Und noch etwas, was ich unbedingt erwähnen will. Dieses Reinigungsmittel mit 20% Natriumhydroxid kostet 2 Euro, ich meine 2,30 € oder 2,50 €. So, da gibt es noch ein anderes Reinigungsmittel. Ich will jetzt nicht unbedingt den Namen nennen, aber da kostet ein Liter von diesem Reinigungsmittel, im Internet waren das 47 oder 48 € und ich habe mir dann mal das Sicherheitsblatt im Internet angeguckt. Ja, was ist vorhanden? Kaliumhydroxid, hier ist Natriumhydroxid, dort ist Kaliumhydroxid, also quasi, was meistens auch in Rohrreinigern verwendet wird, auch in Kombination. Und für alle, die das Wort Natriumhydroxid zum Beispiel das erste Mal hören, Achtung, es ist wirklich sehr, sehr ätzend. Und ich rate natürlich, das niemandem nachzumachen. Das ist jetzt ein Experiment meinerseits, wie auch im letzten Video, um zu gucken, wie weit man gehen kann und wie einfach sich man es machen kann, um solche Verkrustungen zu beseitigen. Gut, genug geschnackt. Es kann losgehen. Verwenden werde ich nicht viel und auch sehr vorsichtig dabei sein. Okay, ihr seht schon, das ist nicht wirklich viel. Einatmen sollte man das natürlich auch nicht. Und jetzt das Ganze schön mit der Bürste verteilen. Backofen zu und das Ganze erst einmal eine halbe Stunde wirken lassen. So, mittlerweile sind 2 Stunden vergangen. Ab und zu habe ich das Ganze mit einer Bürste bearbeitet und das alles wurde bisher angelöst. Das werde ich jetzt rauswischen und anschließend nochmal mit neuer Chemie einlegen und das Ganze nochmal wirken lassen, bis alles gelöst wurde.
und auf zur nächsten Runde. Bis gleich. So, ich habe den Spaß jetzt über 8, naja, um genau zu sein, 8 Stunden und 15 Minuten einwirken lassen. Zwischendurch mal mit einer Bürste bearbeitet. Und das ist das Ergebnis. Verdammt. Ich dachte, ist noch ein bisschen drauf, verdammt. Ich hätte gedacht, dass es reicht. Dachte, das ist alles runter. Schade, schade. Ich hätte gedacht, dass 8 Stunden und 15 Minuten ausreichen würden. Das Problem ist ja, ich muss noch das Video heute hochladen. Sonst würde ich es auch länger einwirken lassen und öfters die Chemie nach oben verteilen. So wäre die Wahrscheinlichkeit hoch genug, dass ich das auch oben angelöst hätte. So, im Großen und Ganzen bin ich vollkommen zufrieden. Dieser Backofen ist auch relativ alt, wodurch sich auch diese Verfärbung hier drumherum erklären lassen. Mit einem normalen Backofenreiniger hätte ich hier garantiert keine Chance. Und deswegen dieser Rohrreiniger. Es brennt in den Augen, es brennt in der Nase und es brennt in der Lunge. Deswegen sage ich es nochmal, das ist ein Experiment meinerseits, bitte nicht nachmachen. So, aber das Ergebnis spricht für sich. Wenn es lang genug einwirkt, dann löst es auch komplett alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, ciao.